Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Donna Brave, der Bürger von Paris. So, meine Lieben. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, wo genau es weitergeht. Hier bei der Maus wahrscheinlich. Nee, wir haben ja einen Kamm gefunden. Aus vorbei kaputt. Ach so, der Kamm kommt da rein? Nee. Hätte mich auch sehr gewundert. Nee, da will ich ja die Mausefalle mitmachen. Was ist hiermit? Servierte mit Nachricht? Nee. Der Kamm? Nee. Es ist echt nur noch da unten die Maus, ne? Weil irgendwas habe ich irgendwo übersehen, glaube ich. Weil da komme ich ja nicht dran. Wozu ein Kamm immer gut ist, ey. Das ist der Hammer. So. Käse. Schnur. Bitteschön. Es wird serviert. Ja, sie tauscht sogar. Guck. So, hier kommen wir jetzt durch. Jawoll. Nö. Jawoll, nö, ne? Einfach nö. Was will er denn jetzt hier erstmal von mir? Also wahrscheinlich muss ich jetzt erstmal das passende Teil dazu finden. Das ist ja dann das da. Wer baut denn solch komplizierten Schlösser? Brauchen wir ja Ewigkeiten, bis man da raus ist. Oh, sie möchten diese Zelle verlassen. Einen Moment. Wir müssen mal eben basteln. Tja, das müsste es sein. Jetzt haben wir einen Lauf. Ach, Moment. Nee. Doch das. So, und der hier. Fertig. Nur noch ordnen. Den Tierchen zuordnen. Wo ist mein Skorpion? Da. So. Der stimmt schon mal. Hier sind Flügel zu sehen. Hier ist nicht viel zu sehen. Muss ich mal ehrlich gestehen. Das ist eine Spinne, eklig, Igitt. Was könnte das da sein? Ja, und die beiden. Perfekt. So, ab ins Labyrinth. Na toll. Hoffentlich ist das nur rote Farbe. Ich brauche welche die, für die Form. Nee. Ich brauche welche. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Blatt Papier. Ach, guck mal hier. So. Okay. Ah, und die müssen wir jetzt da drauf pappen. Okay. Labyrinthführer. Also ab nach links, ne? Dann. Ah, wieder da. Oder was auch immer das für ein Zeichen ist. Dann da lang und da lang. Wir sind fast frei. Here's your next victim.
Jemand hat den Bürger beauftragt, aber wer? Ich muss ihn folgen, egal wie gefährlich es ist. Ich glaube, ich weiß es schon. Ich glaube, ich konnte ihn erkennen. Ich muss hier raus und ihnen folgen. Ja, ja. Okay. Entkomme aus den Katakomben. Zu dunkel, um etwas zu erkennen. Mach mal an hier. Was? Oh, für eine Sekunde hatte ich schon gedacht, dass... Weg damit. Sie müssen weg durch diese Tür gegangen sein. Die Kompassnadel fehlt. Ohne Schlüssel geht's nicht auf. Was sind das denn hier alles für merkwürdige Figürchen? Sehr merkwürdig. Ah, guck mal da. Muss zu Onkel André. Wie komme ich hier raus? Und ich komme da jetzt nicht wieder rein. Das Licht ist phänomenal. Mhm. Gruseliger Selbstmord in Paris. Unbekannter Mann springt in seinen Tod. Okay. Mein lieber Onkel André, ich vermisse ihn bereits. Moment, warum ist hier ein Foto von mir? Wo haben Sie das her? Keine Ahnung. Aber ich klaue erstmal wieder Zeug. Ist doch viel wichtiger. Was fehlt hier? Da könnte ein Teleskop oder sowas hinpassen, okay? Hatten wir nicht so Zeichen, die wir suchen können? Wo ist das? Wenn ich das jetzt wüsste, ne? Oder habe ich das irgendwie schon aus Versehen angeklickt? Ich glaube nicht. Aber hier fällt es mir jetzt tatsächlich nicht auf. Hier gehören Fesseln hin. Ich habe zwar eine. Eine bisher nur. Ich kann nicht wieder zurück? Okay, dann gehe ich halt vorwärts. Was haben wir hier? Nicht identifizierter Pariser begeht Selbstmord. Ermittlungen laufen. Deprimierende Neuigkeiten, aber ich muss mich darauf konzentrieren, dass irgendwas bla bla bla. Dass ich rauskomme wahrscheinlich, ne? Da fehlen Batterien. Fotos von den Mitgliedern, das ist definitiv das Versteck des Bürgers oder das seines Herrn. Ich wünschte, ich könnte diese Farbe verdünnen. Haben wir Verdünner? Da haben wir Verdünner. Jetzt brauche ich etwas zum Schneiden. Oh, sie hat auch immer wieder neue Sonderwünsche hier. So, was haben wir hier? Wieso leuchten seine Augen? Diese Statue trägt eine Halskette, aber die anderen nicht. Merkwürdig. Der arme kleine Drache hat seine Flügel verloren und eine Tatze. Na gut. Da ist das Bild. Was haben wir hier? Ein halbes Rezept. Teil des Rezeptes fehlen. Okay, was haben wir denn jetzt alles gefunden? Ein Hammer, Parfüm, Skalpell. Moment, ich habe doch hier was zum Aufschneiden jetzt. Aha. Da wollte wohl jemand nicht, dass wir dieses Rezept finden. Aber wir sind zu schlau. So. Okay, was sagt uns das? Ich weiß nicht, Parfüm? Nee, irgendwas fehlt uns noch. Irgendeine dritte Zutat, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir die hier irgendwo finden noch. Da ist der Roboter. Da brauche ich Batterien. Da brauche ich auch irgendwelche Sachen für. Ich habe noch ein Skalpell. So geht das nicht auf. So geht das nicht. So, da fehlt immer noch Teleskop oder sowas.
Wie kann ich die Form in derselben Form bekommen? Was für eine Frage. Kaputt machen. Schade, dass etwas fehlt. Was fehlt denn? Parfüm? Ja, zurück kann ich ja nicht. Da fehlt ein Schlüssel. Ich habe aber auch nichts. Okay, Versuch was wert, ne? Was ist hiermit? Hier gehören Fesseln hin. Ich brauche noch. Ach, hier habe ich noch gar nicht geguckt. Nicht identifizierter Pariser begeht Selbstmord. Oh. Aha. Ach nö. Haha. Was ist denn das für ein lustiges Geräusch? Geil. Da fehlt ein Knopf. Aber ich habe eine Batterie gefunden. Das ist ja schon mal was. Juhu. So, ich habe einen Schlüssel und die Krawattennadel. Okay. Moment, mein Ding hier blinkt schon wieder. Dann tun wir die Krawattennadel direkt mal da rein. I'm glad to see you. I was just looking through the membership book and thought of you. Wait, what are you doing? What is... Ist das diese Charlotte? An der Tür noch was sein? Ja. Lauf weg. Lauf weg. Okay, wir haben die zweite Fessel bekommen. Ich frage mich, was das ist. Vorhin dachte ich noch, das wäre vielleicht etwas, was sich verkleidet hat, nur. Aber jetzt mittlerweile, vielleicht ist es auch was anderes. Wie man den Bürger zum Leben erweckt. Aha! Was für ein Buch ist das? Was für scheußliche Zeichnungen. Wie man den Bürger besiegt. Und die Seite fehlt natürlich. Natürlich! So, ich habe hier noch einen Schlüssel. Eine Halskette, glaube ich. Oh, das ist kaputt. Da fehlt die Linse. Was machen wir denn da jetzt? Den Knopf benutzen. Beim Koffer. Da ist bestimmt eine Linse drin. Sag ich doch. So, perfekt. Ah, wir können... Was ist das? Ich habe Chamäleon-Objekt gefunden. Na, wenn schon nicht die Dinger, die ich hier finden muss, dann wenigstens das Chamäleon-Objekt, ne? Ich sehe da irgendwie was, aber ich sehe da anscheinend das Falsche. Was ist das? Ah, okay. In jedem Bild müssen wir alle Dinger finden. Ah, das kann ja dauern. Vor allem die ersten paar waren so Glück so. Könnte das sein oder das? Ah, da.
Das andere da. Okay. Da haben wir schon mal das eine, da haben wir das andere, da haben wir die Blume. Dann brauchen wir noch sowas ähnliches wie so ein Auge. Und das Ding. Das war einfacher irgendwie. Da ist der Hase. Jetzt fehlt noch dieses komische Vieh. Wo könnte es nur sein? Da. Yay! Seltsame Chemikalie. Na perfekt. So, die brauchen wir auch noch. Also. Okay, ich brauche eine Gussform und alle Zutaten. Ach, verdammt. Wir brauchen noch die Gussform. Verdammt. Wir sind so schön weit gekommen. Und jetzt? Jetzt hängen wir wieder hier. Ich habe noch nicht alle Ketten. Okay, wie Gas. Da komme ich noch nicht raus. Da haben wir alles. Hier ist ja noch was. Ich weiß nur nicht, was genau da fehlt. Vielleicht muss ich ihn mit Parfüm anspritzen. Nö. Okay, ne, dann muss es hier oben irgendwo noch weitergehen. Vielleicht habe ich wieder irgendeine Ecke hier übersehen oder sowas. Eigentlich ist doch nur das hier. Oder ich muss mir die doch irgendwie selbst zusammenbiegen, diese Form. Aus dem Stück Blech, was ich habe. Weil könnte man ja rein theoretisch wahrscheinlich sogar. Aber wahrscheinlich bräuchte ich dafür irgendwie einen Ort oder so. Ach, wartet mal. So forme ich das nach. Die Form brauchte ich ja. Sehr gut. Bin ich ja doch noch drauf gekommen. Also, zuerst das. Dann das. Und dann das hier. Jetzt haben wir viele schöne Farben zusammengemischt. Ein dämonisches Emblem haben wir uns gemacht. Und das kommt jetzt hier rein, oder was? Krass. Das war irgendwie cool. Ich habe damit nicht gerechnet, aber es war irgendwie cool. Platzen die jetzt auch noch alle? Nee, aber es wäre lustig gewesen. So, ist das der Türgriff? Oh ja, wir kommen hier raus. Freiheit! Ich kann mit dem Motorrad in die Stadt fahren, wenn ich den Schlüssel finde. Ja, wenn. Immer mit der Ruhe. Wie kann ich die verscheuchen? Also ich könnte eine Vogelscheuche basteln. Ich weiß nur nicht, wie lange sowas dauern würde. Ich weiß nicht, wie man ein Motorrad kurz schließt. Ich brauche den Schlüssel. Noch ein fehlender Schlüssel. Wird ja immer besser. Ich habe ein Skalpell. Nimm das. Geht nicht. Na gut. Dann nicht. Dann gehen wir nochmal hier rein, denn hier haben wir jetzt dieses Ding. Ah, ein Schlüssel!
Wer hätte das gedacht? Das ist doch bestimmt hierfür. Und ein Fuß. Was ist das? Alter Schal. Kriegt ja schon mal den Fuß wieder. So, was machen wir denn mit dem alten Schal? Doch eine Vogelscheuche bauen. Ich wusste es. Schauen wir mal. Da brauche ich Werkzeug. Kann ich sie mit Parfüm verscheuchen? Ich sprühe euch voll. Das geht nicht. Okay, mit dem Schal? Nee, den habe ich ja da gefunden. Diese hohlen Augen jagen mir einen Schauer über den Rücken. Ich sollte etwas reinstecken. Ja, das denke ich mir auch immer wieder. Nein, eigentlich nicht. Stecken wir irgendwie was rein? Was denn? Ein Korken oder was? Woher kriege ich jetzt einen Korken? Ach, warte mal. Vielleicht kann ich damit ja das Gestrüpp hier wegmachen. So. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Oh Gott, wie soll ich denn das machen hier? So, machen wir das mal so. Zwei Korken geklaut. Sieht kompliziert aus. Mhm, dann lassen wir das mal. Ich weiß nicht, das sieht jetzt nicht viel besser aus mit den Korken da drin. Aber gut. Wir haben den Flügel bekommen und sind glücklich. Eine Flamme. Nun, was kann ich anzünden? Den Schal? Parfüm? Die Serviette? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nichts zum Anzünden. Draußen, Vögel. Ich brauche immer noch den Schlüssel. Wartet mal. Da ist noch was. Ha, wir bauen uns doch eine Vogelscheuche. Nee, wir bauen uns eine Dings. Eine Fackel. Ob Parfüm wirklich gut brennt? So. Einmal Feuer machen. Sehr schön. Damit können wir jetzt die Vögel verjagen. Und dann muss ich erstmal einen Cut machen. Aber wir könnten noch wimmeln. Nein, wir müssen einen Cut machen. Es tut mir leid, meine Lieben, aber wir müssen jetzt endlich mal einen Cut machen. Wir sehen uns in einem neuen Part dann bald wieder. Bis dahin. Tschüssi.